Ja, servus, liebe Leute. Schön, dass ihr reinschaut bei einer weiteren Folge The Devil and Me bei mir, Mac Mo. So, Leute, wir legen auch gleich wieder los. Das letzte Mal waren wir unterwegs mit Mark, dann wieder mit Charlie, dann mit beiden. Vielleicht ist heute wieder Jamie dran. Schauen wir mal. Los geht's. So, here we go. Stimmt, wir sind ja abgestürzt. Fucking shit. Aber sie ist auch in der Nähe des Ganzen hier. Oder? Dieser Waldweg, der dann zum Ding auch führt. Okay, here we go. Finde durch den Wald. Mhm. Hier wohl. Ja, da könnten wir hin, aber gehen wir mal da lang. Gute Frage, wohin, ne? Was ist das für eine Hütte? Ach du Scheiß. Na, sieht doch einladend aus. Gucken wir mal hin. Ich dachte, wenn wir erst mal draußen wären. Hm, ist da irgendwas? Sie schaut so. Ein Obolus. Wir nehmen den Obolus natürlich mit. Oboli. 5? 5. Wir haben bald 100. Keine Ahnung, ob es irgendwelche Achievements gibt. Oh, hier müssen wir balancieren. Balancieren. Also das sieht mir aus, als würde sie im Moment durchkrachen. Glaube ich, dass das noch hält. Ups. Gott sei Dank war ich vorbereitet. Lego mio. Okay. Was ist das für eine Hütte, Mann, ey? Die sieht echt creepy aus. Eine creepy Hütte nach der anderen. Aha, was ist das? Ein Schlüssel. Geschafft. Mehr als ein Schlüssel. Hier ist eine Leiche. Hallo, siehst du die Hand nicht? Junge. Shit. Wie viele Leichen gibt es auf diesen ganzen Anwesen eigentlich? Du hast ja den Schlüssel. Hm? Okay. Schlüssel ist weg. Gut. Heilige Scheiße. Seine Hand wurde abgetrennt. Geheimnis? Eine männliche Leiche gefunden in einem Schuppen. Seine rechte Hand wurde abgetrennt. Wir haben ja vorhin eine Hand gefunden im Bad. In den Umkleiden, am Pool. Er scheint verblutet zu sein. Boah, schrecklich. Echt schrecklich, Alter. Fuck. Ist das einfach nur ein Hinweis? Ja, wahrscheinlich. Ne, mehr gibt's hier nicht. Nee, hier gibt's ja nichts. Fuck. Wer weiß, was das für eine Falle war. Für den armen Kerl. Wir müssen vorbereitet sein, da könnte wieder irgendwas schief gehen hier. Also jetzt mit den Quicktime-Events, das geht ganz schnell, ne? Komm, drunter. Auf geht's. Bewege dich! Das war also wirklich nur ein kleines Extra. Ein weiterer Hinweis, den man übersehen kann. Der für die Trophäe, glaube ich, dann auch wichtig ist. Wenn du alle Hinweise findest und so. Ich renne das mal ein bisschen ab. Wieder so eine komische Hütte. Meine Güte. Hier gibt's wohl nichts. Hinweismäßiges No. Okay, bevor wir reingehen, was ist hier? Nichts. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir rein können.
Moment. Können wir reingucken schon mal? Was ist das für eine Hütte? Vielleicht ist es die Hütte, wo Monday seine tote... Oh Gott, eine Ratte. Seine tote Mutter aufbewahrt. Oder vielleicht ist es auch nur eine Puppe. Wir wissen es nicht. Der Typ ist ja völlig durch. Der Hund? Der Hund? Oh. Na super. Befreien. Den Hund kannst du schlecht stillhalten, ne? Aber gut, warum kommt er jetzt hier an? Alles gut, Kleiner. Ich tue dir nichts. Du willst aber nicht den Hund töten, oder? Das machen wir nicht. Was? Nein. Wir können den Hund töten. Das mache ich jetzt nicht. Wir haben schon mal so einen Scheiß gemacht. War das jetzt eine gute Idee? War der zu blöd oder was sollte das jetzt? Oder ist er gar kein so schlechter Kerl vielleicht? Nein, das kann nicht sein, weil er ist ein Mörder, aber... Wir haben ja am Anfang mit Aaron ihn angegriffen, daraufhin hat er uns getötet. Vielleicht hätte sie überlebt, wenn wir ihn nicht angegriffen hätten. Jetzt haben wir uns auch entschieden, Milde walten zu lassen, sie hat überlebt. Vielleicht hätten wir den Knopf nicht drücken sollen und sie hätten beide überlebt irgendwie. Vielleicht. Kommt mir jetzt so... Warum auch immer, keine Ahnung. Shit! Oh. Ah, verflucht. Es kommt mir jetzt so, ne? Es kommt mir jetzt so. Oh, wir sind wieder mit Mark unterwegs und Charlie. Checkpoint. Sind Sie hier? Wir müssen irgendwie reinkommen. Checkpoint, was, Charlie. Wenn Sie nicht da sind, eins nach dem anderen. Checkmate, Charlie. Nee, jetzt, ich muss auf. Gehen wir rein. Dann tu mal die Scheiben weg, bevor du dich da aufschlitzt. Ah, egal. Obwohl, Jeans halten was aus und wenn du eine Jacke hast, geht's schon. Trotzdem. Okay. Wir brauchen dringend Licht. Aha, hier ist schon mal bestimmt Oboli oder so. Silberner, so wie ich das sehe. Damit hätten wir 100 erreicht. Hier können wir nicht durch. Wir waren ja schon mal hier, aber nicht so weit unten. Man sieht nicht viel, ne, ehrlich gesagt. Aber der Typ weiß, dass wir hier unterwegs sind, wegen dem Sensor da, der ausgelöst wurde.
Aha. Grantham Dumet, Artist. Moment, Visitenkarten waren auch ein Collectible. 3 von 5. Mhm. Hier ist noch was. Aha, was ist denn das für eine Auszeichnung? Silver Spring University. Hector Waylon Monday. Wissenschaft und Medizin. Mhm. Abschlusszeugnis. Mhm. Also er weiß, was er tut, ne? Geradeaus geht nicht, okay. Hier ist irgendein Bild. Moment, was ist hier denn? Schlüssel. Was für ein Schlüssel soll das sein? Wir nehmen ihn natürlich gerne an. Kurs aktualisiert. Notsignal senden. Mark hat einen Bootschlüssel gefunden. Das war wichtig. Das ist wichtig, um zu entkommen. Auf der Insel. Wichtig, um zu entkommen. Mark und Jennifer Edwards. Die haben hier gelebt. Zu Lebzeiten. Die Logik des Satzes ist überwältigend. Clarence, I thought I should write you with the news as you haven't. Moment, ich dachte, ich sollte dir Neuigkeit schreiben, da du mich seit 6 Monaten nicht mehr besucht hast. Du hast einen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen entbunden. Ich brauche dich hier. Ich schaffe das nicht. Allein. Meine Eltern helfen mir, aber sind beide schon sehr alt. Komm nach Hause, Clarence, bitte. Ein Brief von Hector Mondays Vater, der zurückgesendet wurde. Ach, die Mutter, die überfordert war, ne? Hector lernte seinen Vater nie kennen. Lucinda hatte Hector als Alleinerziehende großgezogen. Ja, wir haben ja schon gelesen, dass die Mutter massive Probleme hatte. Und hier spricht sie auch an, aber der Vater hat sich verdrückt, ne? Toll. Gut gemacht. Was haben wir hier? Mein fucking Jumpscare, Mann. Ich bin eh ein Hundemensch. Ich mag Katzen, ja, aber in diesem Katze. Fall nicht. Boah, das ist mies. Oh, hier geht's noch. Moment, aber da drüben gab's noch etwas, bevor wir hier einfach wieder weitergehen. Muss ich ganz kurz schauen, was hier war. Da ist nicht gerade viel, ne? Gehen wir mal rein. Ist das das Elternhaus von Monday? Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Ja, wir gehen ganz hoch offensichtlich. Okay. Dann hoch mit uns. Okay, was können wir tun? Geht die Lampe überhaupt? Come on. Ja, Mann, ja. Ja, ja. Okay, wie gehen wir das an? No way. No way. Okay, wie bringen wir das Ding zum Laufen? Ich meine, ich kann hier nichts tun, oder? Er drückt immer wieder den gleichen Knopf. Warum sind wir hier hochgekommen? Bringt ja nichts, immer den gleichen Knopf zu drücken. Und hier können wir nichts tun. Doch, wir können hier vorbei. Okay, krass. Vorsicht, vielleicht Quicktime-Event. Don't look down. Don't look down. Don't look down. Don't look down. Müssen wir nicht, okay. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Ist uns jetzt völlig egal. Ah!
Ja. Ist das jetzt an? Tja, vielleicht. Hoffentlich. Halten wir uns bereit, jetzt kommt wieder der gleiche Schmarrn. Don't look down. Look up. But don't look up. Au! Horch! Kurs aktualisiert. Genau, wir haben die Bootschlüssel gefunden und wir haben das Leuchtturmding aktiviert. Ey, das ist doch gut für uns. Wir können gerettet werden, denke ich so. Fuck yeah! Wow! Jetzt verschwinde von da, du hast damit verraten, wo du bist. Okay, gut. Wir nehmen wohl... Nee, wir sind wieder bei Mark, er ist jetzt unten. Wo ist Charlie jetzt hin? Es ist 4.30 Uhr, ist gar nicht sehr viel später geworden. What the shit, was ist das? Der Typ. Oh, Jamie. Hey! Hey! Kurs aktualisiert. Wieso Kurs aktualisiert? Mysteriöse Wesen? Ach so, der Hund. Oben! Jamie! Hey! Oh, shit. Oh, shit. Der Typ stand direkt hinter ihm. Stinkt hier so. Scheiße. Oh. Da bist du ja. Das ist die Mutter. Mich. Alter, wie Psycho, du kannst Alter. Also auch pünktlich sein. Was zum Teufel ist das? Das ist die Mutti. Wie krank. Schon längst eine Leiche. Wie verrückt ist das, bitte? Okay. Wow. Echt Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Tatsächlich hier im Leuchtturm. Da ist alles. Am Anfang haben wir nichts davon gesehen, hä? Dabei waren wir schon in der Höhle des Löwen. Wer hätte gedacht? Wir müssen hoch. Oh, hier waren wir ja gerade schon. Mark? Hörst du mich? Wo ist er? Reagier doch endlich mal. Oh, Gott sei Dank. Reagier doch endlich mal. Alles gut? Er ist okay. Er versucht, dieses verdammte Licht anzumachen. Wie wär's, wenn du mal schaust und stirbt der Nächste? Oh nein. Er steht hinter der Tür. Wo ist der Kerl? Mark! Was ist mit dir passiert? Er steht hinter der Tür. Unglaublich. Vorbei an der... Oh, shit. Wo ist Kate? Wir müssen echt weiter. Wo ist sie? Mark, tut mir leid. Oh mein Gott. Tja, Kate hat's auch erwischt. Sind wir schon am Ende des Spiels? Vielleicht können wir jetzt entkommen. Kurs aktualisiert. Die Crew ist aus dem Leuchtturm entkommen. War ja nicht so schwer, ich musste nichts machen. Wahrscheinlich haben wir vorher viel richtig gemacht, deswegen ging's. Wir waren genügend Leute vielleicht auch. Keine Ahnung. Charlie war dabei. Also weiß ich. Kommt er nach? Ja, da kommt er. Er braucht nur langsam zu laufen, wie wir wissen. Das genügt ihm ja.
Was? Kurs aktualisiert? Was ist denn los? Aha, ein Bootshaus. Okay, wir gehen zum Bootshaus, Leute. Grand Final at the Boathouse. Police? Sag bloß, es ist vorbei. Haben wir es geschafft? Nein, oder? Das wäre krass. Officer, Sie sind nicht gut vorbereitet. Officer, Sie sind alleine. Was zur Hölle? Oh. Handflächen nach vorne! Hände hoch! Ja, da ist er, der andere. Keiner redet! Ich sagte, die Handflächen nach vorne! Zum Glück sind Sie hier. Sie müssen uns helfen. Bis ich weiß, was hier los ist, rührt sich niemand. Oh. Shit, hinter ihn! Ernsthaft, Lady? Wir haben versucht, den Polizisten zu warnen. Was sollten wir denn sonst tun? Wie bescheuert ist das? Oh no. Da! Weg hier! Waffe? Nee, lauf, lauf einfach bitte. Weg hier! Wir müssen nicht kommen. Scheiß drauf. Echt schon wieder so eine Scheiße machen. Dumet tötete den Polizisten. Dumet, ich glaube immer noch, dass es Monday ist, aber gut, okay. Na los! Und was jetzt? Aufs Boot oder was? Könnte gehen. Boot haben wir, ja, 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 komm, 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 komm. Kein Mox. Na super. Hoffe, das oh, Junge! Komm schon! Mach schon! Hey, hey, Conny! Da bist du ja! Komm! Beeilung! Man muss schon ein bisschen härter ziehen als so, ne? Man muss schon mit ein bisschen Schwung halt ziehen, ne? Dann geht das Ding auch an, weißt du? Sag mir jetzt nicht, dass der wie der T-1000 hinten am Boot dran hängt. Sag mir, wir haben es geschafft. Wenigstens die drei durchzubringen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es gepackt, Leute. Brustmahlzeit. Geschafft. Es ist vorbei. Fuck. Nicht alle haben es geschafft. Nein, nicht alle. Aaron. Kate. Hängt wieder 10.000 dran. Ich glaub's ja nicht. Hey, mein Gott. Nennt ihn Hector T-1000 Monday. Fuck. Was? Der Hund wurde ins Wasser geworfen. Nein, nein, bitte! Was passiert hier? Thank you.
Er nimmt die blöde Maske endlich ab. Nein, doch nicht. Los, Junge! Das ist genau der Scheiß, den wir gesehen haben in der Vorahnung. Ja, Jamie, guckst du zu? Do something. Jetzt kann sich Mark befreien. Nein, kann er nicht. Warum auch immer? Komm schon! Okay, das war's für ihn. Keine Chance, er wird zerfetzt. Das Boot müsste jetzt stehen bleiben, demnach. Ihr solltet springen. Kurs aktivisiert, Mark hat das Boot lebendig verlassen, ja. Jamie hat das Boot lebendig verlassen, ja. Einen Raben haben wir gar nicht, gut. Ja, vom Mörder ist nicht viel übrig geblieben, ne? Es bleiben nur die Fotos und, na gut, das Anwesen selbst. Aber da gibt es vielleicht auch viele Aufzeichnungen. Also wenn Sie dieser Song nicht zum Lächeln bringen, dann weiß ich auch nicht. Nach der Pause spielen wir einige Ihrer Classic-Rock-Favoriten ohne Unterbrechung. Keine verdammte Werbung. Oh. Oh, Mist. Shit! Wäre ja noch schlimm gewesen, zum Schluss nochmal überfahren zu werden. Und da standen sie mitten auf der verdammten Straße. Kurs aktualisiert, Moment. Die Überlebende der Crew haben es zum sicheren Festland geschafft. Mark, ja, ja, okay. Wild mit den Armen wie so ein Haufen Verrückter. Und Halleluja, Leute. Ah, Fort Wayne. We did it. Bin seit 3 Uhr morgens. We did it. Unterwegs. Aber nur diese drei haben es gepackt. Naja, ich wollte um 8 Uhr im Hafen sein. Das schaffe ich. Glücklicheres Ende. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, kommen wir wieder zurück. Dass wir die drei in der Totalen hatten. Kommt noch irgendein Verhör, irgendwas, frage ich mich. Das hat ja bei The Quarry wirklich gefehlt. Das war ein mieses Ende. Wow. Tja, die Sonne geht auf. Ah, ein paar Entscheidungen nerven mich. Das mit Aaron am Anfang und vielleicht hätten wir bei Kate nicht den Knopf drücken sollen. Ah! Aber ansonsten haben wir es geschafft. Fuck. Es waren eigentlich nur diese zwei Entscheidungen. Fuck. Tja, Leute, ich hätte vielleicht Lust, das im Stream zu zocken. Ja. Und dann finden wir vielleicht gemeinsam raus, was wir hätten tun sollen. Wobei... Wenn ihr Bock habt. Ich höre auf. Tja, das Rauchen wird dich noch umbringen. Ich frage mich, ob dann noch ein bisschen was kommt. Ne? Wozu haben wir Fotos gemacht, zum Beispiel? Und wer ist der Mörder? Ich tippe ja, es war Monday, oder? So wie es klang halt, die ganze, alle Hinweise haben darauf hingedeutet. Seine Mutter, die auch rekonstruiert hat, ich bin mir eigentlich sicher. Aber ich hätte gern noch eine Bestätigung, ehrlich gesagt. Okay, das Spiel hatte echt ein paar Schwächen, oder? So technisch. Und der Anfang war wirklich zäh, aber ich fand es dann sehr interessant. Also das war ein besseres Dark Picture Spiel, ohne Scheiß. Kann ich empfehlen, kann man wirklich zocken, ohne Schmarrn. Ist cool. Vor allem der Horroraspekt war ein bisschen mehr gegeben hier. Oh, der Kurator nochmal zum Abschluss, Leute.
die ganzen Opfer, ne? Hector Munday. Grantham Dumet. Wer war Grantham Dumet? Wer? Die Namen hat er auch nicht durchgestrichen, nicht wahr? Hä? Ja. Was passiert denn jetzt hier? Außerdem, was ist das mit den ganzen Obolis, die wir gesammelt haben? Was geht denn jetzt ab? Wer klopft denn da an der Tür? Das Schicksal? Die Zeit? Oh, da sind sie. Alles hat einmal ein Ende. Aber wie gut war dieses Außer die Ende Wurst, die hat zwei. Leider haben sie einige Seelen verloren. Nun, Ruhe in Frieden. Kate, das letzte Close-up und Cut, das war's. Und Aaron, die Neue im Team hat alle mit ihrem Mut überrascht. Doch jetzt ist sie wohl im großen Tonstudio im Himmel. Was ist mit den Überlebenden? Hat sie diese Erfahrung verändert? Jamie weiß jetzt, dass sie anderen vertrauen und mit ihnen arbeiten muss. Mark, er musste aufhören, auf die Anweisungen anderer zu warten. Er musste seinen eigenen Weg finden. Und Charlie hat jetzt verstanden, dass ein Anführer mehr tut, als Befehle zu geben. Er musste die anderen als gleichwertig behandeln und mal die Führung abgeben. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. In der nächsten Staffel sozusagen. Leute. Denn das war das Staffelfinale. Die Maske hier nochmal? Komm mir jetzt nicht damit an, dass sie aufgehoben wird und das ist das Letzte. Das ist so ein Horrorklischee. Bitte nicht aufheben. Sie müssen jedes Klischee wohl bedienen. Es ist ja furchtbar. Die Abfolge der Ereignisse ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wir können jedoch bestätigen, dass gegen kurz nach 19:30 ein... Die schaut auch ziemlich gespenstisch aus, oder? Um Hilfe zu leisten. Kurze Zeit später war auch die 18. Polizei vor Ort. Die überlebenden Personen sind Teil eines Filmteams. Lannet Entertainment. Das Team hinter der Doku-Serie Architects of Murder. Verdammt! Anscheinend sind sie ihrem Stoff tatsächlich etwas zu nahe gekommen. Und wurden leider selbst zum Opfer. Zumindest hat ihr Albtraum jetzt ein Ende. Heilige Scheiße! Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du erwähnst das doch bei jeder Gelegenheit. Was? Ja! Ich habe so viele Klicks, ich habe was gewonnen. Jetzt sag schon. Einen All-Inclusive-Aufenthalt für 5 Personen auf einer Insel. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ja, Mr. Dumet meint, sie werden sogar eine Limo schicken. Das wird ein Riesenspaß. Wie soll das denn gehen? Ist das ein Schmarrn, oder Leute? Wir wiederholen einfach die Story nochmal. Ja, das ist so wie B-Movie-like halt. Ne? Okay, Leute, das war's aber mit dem Spiel, denke ich. Wir haben es geschafft. Nicht optimal. 3 Leute haben überlebt von 5, also 60%. Wir sind also im positiven Bereich. What the shit, was ist da zu sehen? Noch einmal kurz, ich musste den Schluss jetzt wegschneiden, da kam wieder irgendein Lied urheberrechtlich geschützt. Ich weiß nicht, was es hier jetzt Neues gibt. Wollte ich aber mal kurz reinschauen. Man of Medan, ja okay, haben wir ja gespielt. Little Hope, Little Hope hieß es, habe ich nicht gespielt. House of Ashes und Devil in Me. Mehr gibt es jetzt nicht von dieser Reihe. Das ist die Chronologie, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal reingucken.
Ob wir irgendwas laden können? Ich will mir einfach nur sehen. Aha, See Lake Michigan. Ah ja, okay. Vielleicht können wir das dann nochmal spielen, aber wie auch immer. Das war's mit dem Game. Ich wollte das hier noch aufnehmen, weil ich musste das jetzt wegschneiden und all meine Schlussworte sind demnach auch sinnlos. Deswegen, Leute, das war's mit dem Playthrough. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich sehr viel Spaß bei den nächsten. Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Also Leute, macht's gut. Peace out.